Ja, nachdem wir euch den Ford S-Max vor kurzem als Facelift gezeigt haben, machen wir direkt mit dem Mondeo weiter. Auch der hat letztes Jahr einen Facelift bekommen, das wir euch heute gerne vorstellen wollen. Dieses Mal nicht in der sportlichen ST-Line, sondern in der luxuriösen Vignale-Ausstattung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive hier aus dem Schwarzwald. Da hinten ist er zu sehen mit dem neuen Ford Mondeo. Ja, wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, könnt ihr uns gerne abonnieren, freuen uns natürlich und aber auch die Glocke drücken, weil dann verpasst ihr es nicht mehr, wenn wir ein neues Video hochladen, wie zum Beispiel über den neuen Mondeo, der bei 33.142 Euro startet, gibt von Haus aus wie immer von Ford einen Rabatt, dann startet er bei 29.090 Euro in der Turniervariante, so wie wir haben, die Limousine ist natürlich noch mal einiges günstiger. In der Ausstattungslinie Trend startet er dann gibt es Titanium. Derzeit gibt es auch noch eine Ausstattungslinie Titanium HEV heißt die, glaube ich. Also dann kann man auch nur den Hybridmotor nehmen. Dann kommt ST-Line, das heißt die sportliche Fraktion, sportliche Anbauteile, gerade auch hier vorne mit der aktuellen Modell-Design-Palette angepasst, sportlichere Felgen und so weiter. Und die höchste stellt dann Vignale dar, die wir euch heute auch zeigen. Mit dem Facelift wurde natürlich das Außendesign noch mal ein bisschen angepasst, aber es ist und bleibt halt ein Facelift. Was neu ist, ist jetzt der Kühlergrill beim Vignale zum Beispiel. Haben wir dann eben diese Faust, die wir jetzt bei den Vignale-Modellen von Ford kennen. Beim Edge ist es ja genauso zum Beispiel. Genau. Wenn wir schon bei der Front sind, Serie ist natürlich noch halogen, ihr könnt euch hocharbeiten bis zum adaptiven LED. Das wird es hier auch haben. Dann hat man hier auch Fließblinker und so weiter. Und genau, finde ich super. Was ich auch super finde, wenn wir schon beim Licht sind, bei unserer Ausstattungslinie ist es jetzt serienmäßig das adaptive LED. Man kann es aber bei den unteren Ausstattungslinien mit dem Business-Paket immer dazu buchen. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn nicht jeder will natürlich den teuersten kaufen, möchte aber vielleicht das beste Licht. Und das funktioniert auch top. Blendet den entgegenkommenden Verkehr aus wie den vorausfahrenden Verkehr. Niemand hat uns aufgeblendet, also das macht seinen Job gut. Ansonsten ist die Front, finde ich, in der Vignale-Ausstattung natürlich nicht ganz so spektakulär. Wir haben überall ein bisschen Chrom noch, aber sportlich ist dann eher die ST-Line, ist ja auch logisch. Ja, starten wir hier an der Seite und sprechen gleich mal über die Farben. Für den Vignale gibt es 7 Farben, hängt natürlich immer von der Ausstattung ab. Wir haben jetzt das Magnetic Grau, das hatten wir auch beim S-Max, genau. Hier steht dann auch Vignale in einem schönen Chrom-Schriftzug. Natürlich sehen wir auch hier viel Chrom, zum Beispiel die Dachreling, auch an der Seitenverkleidung und nicht zuletzt natürlich auch die Felgen. Serienmäßig beim Trend startet es mit 16 Zoll. Upgraden kann man bei Vignale und ST-Line dann auf 19 Zoll. Wir haben jetzt serienmäßig 18 Zoll und das ist auch die Serienbereifung, die wir jetzt hier haben. Ist natürlich im Chrom-Design, passt zum Vignale. Wenn man die optionale 19 Zoll Felge nimmt, das ist glaube ich kein Chrom mehr. Aber das wechselt auch ab und zu mal. Genau. Abgedunkelte Scheiben könnte man noch wählen. Bei der ST-Line ist es dann immer serienmäßig. Wir sprechen über das Heck. Und auch hier hat sich leicht was verändert. Wir haben natürlich LED-Rückleuchten, LED-Blinker. Was sich jetzt verändert hat, wir haben hier diese Chrom-Zierleiste. Ich meine, beim Vignale speziell war die beim Vor-Facelift auch schon da. Bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Jetzt ist es aber bei allen Modellen, also auch beim Trend, bei ST-Line und so weiter, ist dann diese Chrom-Spange drin und verbindet quasi die zwei Rückleuchten. Genau, ansonsten ist es jetzt nichts Spektakuläres Neues. Auch hier nochmal der Vignale-Schriftzug, Auspuffblenden, sieht halt aus wie ein Kombi, richtig? Bei der ST-Line würde das Ganze nochmal einen Ticken sportlicher aussehen. Und jetzt kommen wir zu den wichtigen Punkten. Elektrische Heckklappe haben wir hier natürlich. Kann man auch mit dem Schlüssel öffnen, kann man aber auch so öffnen wie ich jetzt. Ihr seht ja jetzt, dass es ein ziemlich großer Kofferraum ist. Detail kommt natürlich. Da gehen 730 Liter rein bis 1680 Liter, wenn ihr die Bänke umklappt. Solltet ihr euch für das Hybridmodell entscheiden, dann sind es jeweils 100 Liter circa weniger. Das heißt 530 Liter, meine ich, und 1500 irgendwas Liter. Also knapp 100 Liter jeweils immer weniger, wenn ihr den Hybrid nehmt. Wenn nicht, dann bleibt es bei den genannten Literanzahlen. Haben wir jetzt abgehakt. Anhängekupplung hat das Teil natürlich auch, wenn man es dazu bestellt. Da ist es bei 750 Kilo abgeriegelt beim ungebremsten Hänger, die ganz normale Norm, höher geht es nicht. Bis 2000 Kilo könnt ihr aber hier ziehen mit einem Hänger im gebremsten Hängerzustand.
wenn ihr die großen Diesel nehmt, sonst ist es ein bisschen weniger. Wir sprechen über die Motorenpalette, die es hier beim Mondeo allgemein gibt. Es startet bei den Dieselmotoren mit 120 PS, nur als Schaltgetriebe, dann gibt es 150 PS, da kann man dann wählen Automatik, also 8-Gang-Automatik oder das Schaltgetriebe. Und dann gibt es noch 190 PS, da kann man dann einmal wählen zwischen Automatik und aber auch Allrad. Ja, die Option gibt es dann auch noch beim 190 PSler. Dann gibt es jetzt noch einen Hybrid und der hat dann eine Systemleistung von 187 PS. Einen reinen Benziner gibt es derzeit zumindest nicht, Drehzeitpunkt Juli 2020. Der läuft ja auch aus, das heißt, da wird es nicht mehr allzu viele Neuerungen geben wahrscheinlich. Es kommt dann ein anderes Modell, das den Mondeo ersetzt, aus Amerika. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie der heißt. Soll aber so ähnlich sein. Unserer, also der 190 PSler, den haben wir jetzt hier auch. Der beschleunigt in 9 Sekunden auf 100 und bei 218 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Ja, gehen wir auf den Verbrauch ein. Mit 5,1 Litern kombiniert ist angegeben. 134 Gramm CO2 stößt auf dem Kilometer aus. 60 Liter gehen insgesamt rein und alle Motoren sind Euro 6D Temp zertifiziert. Ja, dann steigen wir ein. Obligatorisch zeigen wir euch normalerweise immer das Keyless Go System. Das hat er auch hinten wie vorne, aber der ist noch im Transportmodus. Wir haben den ganz neu hier jetzt uns gleich weggeschnappt, deswegen geht das jetzt aktuell noch nicht. Aber wenn ihr reingreift, dann öffnet sich das Fahrzeug wieder. Genauso wie hinten, ist ganz praktisch, wenn man mal hinten kurz was reinschmeißen will. Jetzt gehen wir vor und zeigen euch den Innenraum. Ja, wir starten den Innenraum wie immer an den Sitzen und wir haben hier natürlich Vignale typisch Volllederssitze, die auch einen sehr bequemen Zustand bieten. Also das sind die bequemsten Sitze, die es bei Ford einfach gibt. Die schönsten sind es vielleicht nicht. Ich finde die von der ST-Line einfach am coolsten mit diesem Alcantara Wildleder in den roten Ziernähten. Das haben sie schön gemacht. Aber da kann man auch nicht wählen. Also ihr könnt jetzt nicht die von ST-Line hier im Vignale nehmen. Ihr habt im Vignale einfach die und das ist Fakt. Aber sie bieten auch ein bisschen Seitenhalt und wie gesagt, sehr, sehr bequem. Auf der Fahrerseite sind sie auch elektrisch einstellbar. Ja. Memory-Sitzverstellung haben wir auch und zwar drei verschiedene kann man speichern. Das heißt, man kann sich in der Familie auch mal teilen. Der Lebenspartner kann dann sich eine Einstellung speichern und ihr auch. Und geschäftlich kann man das Ganze natürlich dann auch teilen. Super. Komme ich zu euch rein und zeige euch dann natürlich den restlichen Teil hier vom neuen Ford Mondeo. Ich möchte nicht immer neu sagen, aber er ist halt faceliftet. Gehen wir erstmal auf die Materialien ein. Ist es natürlich ein bisschen unfair, wenn ihr das Video seht und ihr holt euch dann einen Trend, dann sind die Materialien natürlich von einer anderen Welt. Aber wir haben hier durch Vignale natürlich überall weiche Materialien. Ja, hier ist auch eine Belederung. Die Armauflage ist schön weich. Selbst das Dashboard wurde nochmal mit Leder überlappt. Das Ganze macht einen sehr schönen Eindruck und ist halt auch alles schön weich. Ja, Hartkunststoff finden wir hier. Nur diese Umrandung ist natürlich Hartkunststoff, aber auch das hier ist dann wieder weich. Das Handschuhfach ist dann im Hartkunststoff und wenn man dann hier runterfährt, das hier ist dann natürlich auch Hartkunststoff. Ja, aber ansonsten haben wir hier weiche Materialien, auch diese Griffe, wenn man sie so nennen darf, weich. Das ist dann Pianolack, das heißt, man sieht halt wie jetzt auch hier den Staub und Fingerabdrücke sowas, aber ansonsten sind die Materialien hier in Ordnung. Dann mache ich die Zündung auch einmal ein, um euch dann den Rest zu zeigen. Ihr werdet jetzt ein Detail sehen vom Tacho. Das ist natürlich, wie man es von Ford, von den älteren Modellen kennt, ein Mix aus digitalen und analogen Tacho. Das heißt, wir haben noch analoge Tacho-Anzeigen. Der Zeiger an sich ist aber schon wieder digital und man kann sich ansonsten alle Informationen, die man möchte, abrufen. Bordcomputer, Navi und so weiter, Fahrdaten, Verkehrszeichenassistent und digitale Geschwindigkeits Sachen. Solche Späße, die man heute halt da sich anzeigen kann, kann man sich hier natürlich auch anzeigen. Gehen wir noch kurz aufs Lenkrad drauf ein. Da kann man natürlich die ganzen Displays steuern, so wie das im Bordcomputer, aber auch das Infotainment-System. Man kann die Sprachsteuerung bedienen, man kann den adaptiven Tempomaten einschalten und so weiter. Der Spurhalteassistent kann man dann hinten dran an dem Hebel noch betätigen, an- und ausschalten und ist ein Lederlenkrad. Fühlt sich ganz gut an, ist sehr dünn. Aber fühlt sich gut an. Jetzt gehen wir aber doch weiter mit dem Infotainment-System und der Mittelkonsole. Dann starten wir mit dem 8 Zoll Display. Sync 3 kennen wir natürlich.
Weil er eben, ihr seht es auch hier im Transportmodus ist, können wir euch die Navigation jetzt nicht zeigen. Ihr könnt aber natürlich gerne auch unser S-Max-Video vor 2-3 Tagen anschauen. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, vor einer Woche. Da haben wir euch natürlich alles gezeigt, ist aber bekannt. Sync 3 ist alles per Touch bedienbar, alles sehr einfach. Ja, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und haben das nochmal so eingestellt, dass wir euch natürlich auch das Navi zeigen können. So ist die Kartendarstellung, ist nichts Besonderes, aber ganz gut zu erkennen. Man kann die Steuerung natürlich jederzeit wieder hochholen und kann dann in die verschiedenen anderen Menüs reingehen. Das Home-Menü sieht so aus, da ist alles auf einen Blick. Navi, Telefon und auch die Medien. Und man kann auch gleich die Sitzheizung und Lenkradheizung einstellen. Zusätzlich habe ich noch vergessen zu erwähnen, Apple CarPlay sowie Android Auto ist natürlich vernetzbar mit dem Fahrzeug. So, die Klima, die können wir euch zeigen. Ja, super Sache, kann man sich die Klima hier einstellen. Gehen wir gleich weiter runter. Wir haben hier natürlich noch einen CD-Schlitz, Sony-Anlage, sind 12 Lautsprecher hier drin verbaut. Hier haben wir dann auch die ganzen Klimabedieneinheiten, ist eine 2-Zonen-Klima und die Sitzheizung haben wir auch noch dreistufig einstellbar, wird sehr schnell warm. Drehregler haben wir also auch noch, passt, weil dann kann man schneller, lauter und leiser drehen ohne dieses Touch-Gehabe. Weiter unten findet sich dann noch ein 12-Volt-Anschluss und auch nochmal ein USB-Anschluss. Und wir haben hier natürlich auch noch eine Ablage, die gummiert ist, zum Handy reinlegen. Das geht alles sehr schön weit rein. Passt, kriegen wir auf jeden Fall auch große Handys rein. Elektrische Parkbremse ohne Autoholfunktion, da kommt so ein bisschen das Alter rüber. Und dann haben wir natürlich hier den Parkassistenten, Start-Stopp-Automatik kann man ausschalten und Parktronic kann man ausschalten. 2 Cupholder haben wir hier, die sind auch groß genug und tief genug, da kann man also auch gut und gerne was reinstellen. Oben ist ja die Höhe auch nicht begrenzt. Eine belederte Armauflage, die ist wirklich sehr weich, also das macht einen sehr guten Eindruck. Ist theoretisch auch groß genug, dass man sie zu zweit benutzen kann, also das stellt kein Problem dar. Und hier drunter haben wir dann natürlich auch nochmal so ein ganz kleines Fächchen. Ja, das kann man aber mit einem Tastendruck auch ganz mitnehmen. Und dann hat man hier drunter nochmal ein stoffbezogenes Ablagefach, das größer ist. Da kann man dann also auch mal Sachen, die empfindlicher sind, ablegen. Und ein USB-Anschluss befindet sich hier auch nochmal. Gut, gehen wir zum Platzangebot. Ich bin auf der tiefsten Einstellung, ja, und bin ca. 1,85 und ich habe hier vom Raumgefühl auf jeden Fall sehr viel Platz. Und von der Kopffreiheit, die Faust passt nicht mehr ganz dazwischen, aber mehr als die Hand. Ja. Wenn ihr das Panoramadach habt, ich sag's ganz gerne immer noch dazu, geht ein bisschen Platz flöten. So könntet ihr jetzt noch ein bisschen größer sein. Im Zweifelfall gerne mal bei eurem Ford-Händler des Vertrauens Probe sitzen. Dann seht ihr, ob ihr da Platz habt oder nicht. Und jetzt lasse ich den Sitz auf mich eingestellt. Sitzen wir mal nach hinten. Dann sitzen wir wieder nach vorne und fahren den Mondeo. Ja, dann herzlich willkommen hier im sehr bequemen Fond. Wir haben hier natürlich auch Ledersitze. Die Materialien hier hinten sind nicht schlechter geworden. Und ich habe hier noch so einen Sonnenschutz, den ich hochklappen kann. Taschen in den Türen natürlich. Ich habe auch hier Sitzheizung an den äußeren Sitzplätzen. Ein 230-Volt-Anschluss und ein 12-Volt-Anschluss. Isofix ist selbstverständlich auch an Bord. Wir haben hier noch 2 Cupholder. Wir haben hier eine Armauflage, breit genug. Wir haben auch hier nochmal ein Ablagefach. Das ist auch mit Stoff bezogen. Wir hätten hier aber auch eine Durchreiche für die Anglerfreunde und die Skifreunde, dass die hier ihr Zeug durchlegen können. Eine kurze Sache noch. Ich klappe das mal wieder noch nach oben. Man könnte theoretisch auch mal zu dritt hinten sitzen, ist aber dann doch sehr beengt für eine kürzere Fahrt. Ist aber durchaus. Dann herzlich willkommen zum Fahreindruck mit dem Mondeo 190 PS. Jetzt könnte ich natürlich den Fahreindruck sehr stark abkürzen, indem ich sage, er fährt sich wie ein ganz normaler Kombi. Das machen wir aber natürlich nicht. Wir fangen erstmal an mit der Rundumsicht. Die ist hier im Mondeo vernünftig. Wir haben überall große Scheiben. Es gibt eigentlich keine großen toten Winkel. Die hintere Säule, die C-Säule, ist etwas breiter. Da könnte man Fahrradfahrer zwischendurch Hallo sagen, aber ansonsten ist die Rundumsicht hier überall gut. Wir haben ja aber auch Helferlein wie Kameratechnik und Parktronic, die das Ganze zumindest beim Einparken dann erleichtern. Richtig. So. Dann adaptive LEDs haben wir ja angesprochen, haben wir hier und die sind auch super, haben in der Nacht keine Probleme gemacht.
hat super funktioniert. Von den Assistenten, die kennen wir natürlich auch von anderen Ford-Modellen, in der Regel funktioniert da alles sehr gut. Wie gesagt, der Spurhalteassistent könnte noch ein Ticken besser sein, zum Beispiel in schärferen Kurven oder auch manchmal erkennt er die Spur auch nicht. Manchmal darf es auch gerne an der Straße liegen wegen der Markierung, aber ansonsten könnte der noch mal ein bisschen überarbeitet werden, wenn sie es noch machen, aber ich denke eher beim neuen Modell dann. Ansonsten 190 PS, ich kann mal kurz einen Eindruck vermitteln, wir fahren 40, 60, 80 und die 100 stehen. Also das wäre genau mein Motor, wahrscheinlich mit Allrad sogar noch. Dann hat man einfach im Winter bessere Chancen, gerade auch hier im Schwarzwald kommt der ja doch noch durch der Schnee. Ansonsten würde ich sagen, wenn man jetzt den als Vertreterfahrzeug zum Beispiel fährt, würde wahrscheinlich der 150 PS auch reichen. Wenn man aber freies Budget hat, würde ich dann trotzdem den 190er empfehlen, wenn man dann auf der Autobahn einfach auch mal bei höheren Geschwindigkeiten noch ein bisschen besser durchtreten kann. Das geht halt beim 120 und beim 150 PS dann eher nicht mehr so. Da geht halt über 160, 150 geht da nicht mehr so viel, dann dauert es halt einen Moment, bis er sich aufarbeitet auf 180. Ansonsten reichen die anderen Motorisierungen natürlich auch völlig aus. Immer natürlich daran gekoppelt, für was ihr das Fahrzeug nutzt und welchen Sinn oder welchen Nutzen ihr dann daraus ziehen wollt. Wenn ihr den wirklich nur zum Beispiel als Familienkutsche habt, ja, und ihr den nur nutzt zum Einkaufen gehen und zum die Kinder abholen, einfach als Familienfahrzeug, dann reichen wahrscheinlich auch die 120 PS oder die 150, wenn ihr dann Automatik wollt. Ansonsten, je nachdem, Vertreter würde ich vielleicht tatsächlich dann eben die 190 empfehlen. Wer in so Winterlandschaften wie im Schwarzwald wohnt, dann auf jeden Fall mit dem Allrad. Und dann haben wir, ich habe jetzt nur die Diesel angesprochen, es gibt natürlich auch noch einen Hybrid. Total vergessen, weil mich der Motor eigentlich interessiert. Aber den gibt es natürlich auch. Und auch ein schöner Motor. Nein, Freunde, 187 PS Systemleistung hat er ja, das haben wir ja schon angesprochen. Das ist also auch gut motorisiert, knapp bei 190. Durch den E-Motor, den er ja dann auch zusätzlich hat, geht er natürlich auch ganz gut nach vorne am Anfang, hat einen guten Antrieb, Power ist sofort da. Und ihr habt natürlich die Steuervergünstigung derzeit noch, wenn ihr den als Geschäftswagen sowieso derzeit euch holt. Aber ich glaube, auch Privatkunden kriegen noch eine kleine Vergünstigung bei Hybrid, meine ich. Aber ich kenne mich da nicht so aus, weil ich, wie gesagt, mir keinen kaufen würde. Von dem her, die Motoren gibt es. Das war meine Interpretation. Wir gehen jetzt noch kurz hier mal in diese Abbiegespur, um euch noch die Rückfahrkamera zu zeigen. Ist auch immer ein wichtiger Punkt. Und zwar, wie die Qualität ist. So sieht die aus. Ja. Die lenkt auch mit, die Linien, damit ihr seht, wo ihr dann später landet. Und vom Bild her ist die gut. Sie ist natürlich außenstehend, das heißt, sie kann auch mal vertrecken. Auch vom Bild, von der Bildqualität ist es in Ordnung. Genau. So, dann habe ich jetzt vorher mal durchbeschleunigt, ohne in den Sportmodus zu gehen. Den haben wir hier natürlich auch. Da drücke ich jetzt auch mal drauf und drücke gerade noch mal drauf. 60 sind wir. 70, 80, 90 und 100. Ich wiederhole mich da gerne noch mal vom S-Max. Der Sportmodus rentiert sich, wenn ihr mal kurz überholen wollt. Ansonsten macht sich der nicht groß bemerkbar. Ja? Und er schluckt nur unnötig viel Sprit. Ich meine, das ist keine Sportskanone, auch nicht mit dem 190 PSler. Die Sport würde ich euch nur auf der Autobahn empfehlen, wenn ihr wirklich mal kurz durchtreten wollt oder eben beim Überholen. Ansonsten lasst es einfach im normalen Drive-Modi, das reicht aus. Ansonsten möchte ich jetzt den Fahreindruck natürlich auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Es ist einfach ein vernünftiger Kombi, der eigentlich viel bietet. Und genauso fährt er sich auch. Vom Fahrwerk ist es recht komfortabel. Er schluckt die Bodenwellen gut weg, trotz der großen 18-Zöller. Er ist von meiner Meinung nach noch ein bisschen komfortabler wie der S-Max. Ich habe den halt jetzt gerade im Kopf, weil wir den erst hatten. Und von dem her macht er einen ganz guten Eindruck. Die Anlage ist auch gut. 12 Lautsprecher hatte ich ja erwähnt. Und da hat auch also auch Musikfreunde, die gerne Musik hören, ihren Spaß dran. Genau, das war es zum Fahreindruck vom Ford Mondeo Facelift. Wenn ihr dazu schon Fragen habt, könnt ihr die jetzt schon mal drunter stellen, sonst gehen wir jetzt ins Fazit und sprechen nochmal allgemein über den Mondeo. Und ja, dann könnt ihr alle Fragen, die sich dann noch ergeben haben, dann gerne drunter stellen. Macht's gut. Ja, das war's von unserem Video über den faceliftedenMondeo, in diesem Fall in der Vignale-Ausstattung. Sie ist natürlich ein bisschen luxuriöser, die Sitze sind ein Ticken bequemer, man hat schon sehr viel Serienausstattung, aber das Ganze lässt man sich natürlich bei Ford auch zahlen. Meine Variante wäre grundsätzlich bei Ford meistens die ST-Line.
Ich fände es cool, wenn man da auch noch ein bisschen mixen könnte, aber wobei, sie fangen ja schon an, ich meine, beim Fiesta gibt es eine Vignale ST-Line und genau das ist auch das, was ich cool fände, wenn man da ein bisschen mixen könnte, zum Beispiel Innenraum Vignale, Außen ST-Line oder andersrum, wäre natürlich cool, wenn das irgendwann mal gehen würde, aber bleiben wir bei dem, was es derzeit gibt. Ich würde die ST-Line nehmen, Preis-Leistung ist, denke ich, mal Titanium ganz interessant und Vignale, da hat man halt dann alles, was man braucht und muss eigentlich nicht großartig noch was dazu bestellen. Das Panoramadach könnte man jetzt noch dazu wählen und vielleicht noch 19 Zöller und so weiter. Er macht einen vernünftigen Eindruck, schade, dass er ausläuft. Ich hätte mich mal interessiert, was da als nächstes kommt, nächste Generation. Da kommt jetzt halt ein anderes Modell, sind wir gespannt, was der so mit sich bringt. Da kommt ja jetzt auch viel aus Amerika. Der Edge ist jetzt da, Explorer ist jetzt da, SUV ist einfach am Laufen, Vans, S-Max und so weiter. Und Mondeo, die laufen halt leider aus. Ist halt so, kann man scheiße finden, kann man gut finden, weiß man nicht. Ist auf jeden Fall so, wir sind gespannt, was kommt. Und mein Fazit ist eigentlich in Ordnung. Das, was wir jetzt hier gesehen haben und getestet haben, das hat funktioniert. Das Licht, die Assistenten, die passen auch. Schwalbe-Assistent könnte man noch mal ein bisschen überarbeiten. Aber das werden sie wahrscheinlich bei dem hier jetzt nicht mehr machen, aber vielleicht beim nächsten Modell. Ansonsten ist es ein vernünftiges Fahrzeug. Schreibt es mal drunter, ob ihr das auch wählen, also ob ihr den nehmen würdet oder nicht. Und wenn, in welcher Ausstattung. Und dann ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, uns auch gerne abonnieren, dass wir noch weiter wachsen und natürlich die Glocke drücken, weil dann verpasst ihr es nicht mehr, wenn wir solche Scherze hier hochladen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.